Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Wochenenergie vom 31. Oktober bis 5. November. Na, mal sehen, was uns die erste Novemberwoche so bringt. In diesem Feld der Möglichkeiten. Wir schauen. Wir haben die Hauptenergie. Da ist sie. So, jetzt guck mal. Jetzt bin ich ja wirklich sehr gespannt, was da kommt. Schon weil ich fürchte, nein, weil ich mich freue, das, was in der Luft liegt, dass hier irgendetwas passiert, was auch immer. Wir haben Glück. Wir haben Dankbarkeit. Offizielle Sachen. Wiederkehrende offizielle Sachen, okay, vorbei. Und Sicherheit und unveränderbar. Wisst ihr, das ist das, was ich sage, hier kommt etwas, unveränderbar. Und das ist sehr schön, was auch immer es sein mag. Hoppala. Und wie sich das auch immer auswirkt und wie wir es auch immer sehen. Das ist immer so zwei Paar Stiefel. Denn ich vermute auch diesmal, dass es jeder für sich anders sehen wird. Also, auf jeden Fall Glück, über das wir dankbar sind. Die offiziellen Sachen, die wiederkehren sollen, sind endgültig vorbei. Vorbei heißt weg. Interessiert keinen mehr. Und Sicherheit kommt wieder. Jetzt natürlich kann das jetzt natürlich alles Mögliche sein, was an offiziellen Sachen wiederkehren vorbei ist. Das kann im Kleinen, keine Ahnung, der 13. Widerspruch, der jetzt endlich genehmigt wird, oder irgendwas Schulisches, was nun endlich vorbei ist. Oder auch global gesehen, dass die Regierung etwas nicht wieder durchsetzen kann. Oder. Man weiß es immer nicht, wie sich das hier zeigt. Und für jeden ist es eben ein bisschen anders. Glück und Dankbarkeit. Mehr Glück und Dankbarkeit. Das ist doch auch schön. Dankbarkeit, offizielle Sachen. Uns wird was bewusst. Okay, uns wird was bewusst, worüber dankbar wir sind in Bezug auf offiziellen Sachen, die uns bisher unbekannt waren. Und das Unbekannte, was wiederkehren soll, findet jetzt seinen Ruf. Das finde ich doch auch schön. Oh, jetzt möchte ich das höher machen, sonst siehst du ja du gar nichts mehr. Geht ja gar nicht her. So. Jetzt. So. Jetzt da. Also. Da das Unbekannte, was wiederkehren möchte, seinen Ruf findet, kann es nicht unbekannt bleiben. Also wird das Unbekannte, was man uns hier vorenthalten will wahrscheinlich, oder unterm Tisch machen will, oder keine Ahnung, wie bewerkstelligen will, dass wir es nicht merken, im Kleinen wie im Großen, bekommt jetzt eine Berufung. Das heißt, hier wird gerufen und es wird sichtbar, 100 Pro, weil sonst wird es nicht gerufen werden. Und es wird transformiert. Das heißt, hier nochmal Bestätigung, es wird sichtbar. Und dann ist es auch schon vorbei. Man kann dieses unter Tisch tun da, unterm Tischkern nicht wieder tun. Und ein neues Leben beginnt. Unveränderbar mit Erwartungen. Okay. Ganz klar kommen da jetzt Erwartungen. Da hier müsste sich etwas ergeben. Ich lege ja für uns. Weil es, jetzt kam gerade die Idee Amerika. Weil Amerika ja diese komischen Wahlen da sind. Aber die sind erst am 11., also erst eine Woche später. Und vor allem, ich lege ja für Deutschland und für uns und nicht für Amerika. Geht uns ja im feuchten Gericht an. Also. So, also. Hier möchten von offizieller Stelle soll hier etwas wiederkehrend sein, was uns unbekannt ist. Da es einen Ruf erfährt, transformiert wird, ist es vorbei. Es kann nicht unbekannt bleiben. Bleibt es auch nicht mehr. Es wird laut, es wird sichtbar. Damit können wir es ändern, damit können wir es transformieren. Und damit haben wir ein neues Leben. Immer mehr und das immer mehr im Glück. Das kommt natürlich nicht von heute auf morgen. Aber das ist der Anfang. Unveränderbar, dieser Anfang
der hier ins Glück auf jeden Fall führt. Und natürlich schürt das Ganze Erwartungen. Ob diese Erwartungen erfüllt werden, werden wir sehen. Also das müssen wir jetzt komplett offen lassen, weil wir es nicht wissen. Aber ich sage erstmal ist gut, Erwartungen zu haben, solange man nicht einer Täuschung unterliegt, solange es wirklich handfeste Erwartungen sind, dass nun endlich mal was passiert. Ich mag jetzt trotzdem auf die Erwartungen legen. Nee, wir legen nicht auf die Erwartungen. Wir legen auf das, was unveränderbar kommt. Ist mir lieber, weil die Erwartungen können sich ja wieder ändern. Aber das Unveränderbare, was im Großen und Ganzen hier anfangen soll, hier seinen Startschuss nimmt, sage ich jetzt mal, möchte ich doch sehen. Mut. Mut und Aufregung von uns selbst. Also, das heißt, die Menschen bekommen hier Mut durch das, wahrscheinlich, durch das, was, siehst du das immer noch, ja, durch das, was hier nicht mehr unterm Tisch bleiben kann. Also diese wiederkehrenden Heimlichkeiten kriegen einen Ruf, werden laut und können nicht mehr unterm Tisch gekehrt werden. Und wenn wir alle, diese Heimlichkeiten endlich sehen und ich sage jetzt, auch die Menschen endlich sehen müssen, die es nicht sehen wollen oder auch die Menschen, die es bis jetzt nicht gesehen haben, jetzt sehen, kann es nur dazu führen, dass hier Menschen aufstehen und entweder Mut bekommen. Das heißt jetzt nicht aufstehen, auf die Straße gehen. Kann es auch heißen, ja. Aber es heißt auch, zu sich zu stehen, zu seinem wahren Selbst zu stehen, zu seinen Meinungen, zu dem, was er möchte, steht. Und das verlangt natürlich Mut. Aber diesen Mut wird man rein auch durch die Energien gewinnen. Denn wenn wir jetzt ins Energetische kommen, ist es hier ein wirklich starker Strom des Glückes und der Dankbarkeit, die mehr kommen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, stoßen die an? Ja, die stoßen an. Uns bewusster zu machen. Wir kommen hier unveränderbar mehr in uns. Das ist der weibliche Aspekt. Mehr in uns. Also mehr in das Weitsehen, mehr in das Vertrauen in uns selber. Und das mit großer Dankbarkeit. Und dadurch werden wir uns mehr bewusst. Und mit dieser Bewusstheit, die ja alle erleben, nicht nur du und ich, sondern auch die Politiker. Und nicht alle Politiker sind böse, nicht alle Politiker sind korrupt und nicht alle Politiker sind Idioten. Viele, ja, aber nicht alle. Und es gibt auch reiche Menschen, die noch ein Gewissen haben, die auf ihre Seele hören. Auch alles, sowas gibt es. Es gibt auch einflussreiche Menschen, die einfach nur verblendet sind, die einfach, keine Ahnung, vielleicht so, wie ich es gestern erklärt habe, sich der Änderung nicht stellen wollten, weil sie Angst hatten. All das kann da sein. Und wenn wir hier mehr und mehr zu uns selbst finden und vor allem zu unserem weiblichen Aspekt, der uns endlich aufzeigt, aufreißt und eine gewisse Breite an Sicht gewährt, werden wir uns, nicht nur wir, sondern alle anderen auch, bewusst, was hier passiert. Und mit dieser Bewusstheit, mit diesem breiten Sehen, kann man das nicht mehr verstecken, weil man sich nicht mehr verblenden lässt. Verblenden lässt sich jeder, der so denkt, der so ein Tunneldenken hat, weil er rechts und links nicht sehen kann. Der denkt, das sieht durch diesen Tunnel. Und dass diese Tunnelwände aus Papier bestehen zum Beispiel, sieht er nicht, weil er nur gerade schaut. Wenn er so sieht, sieht er, dass diese Wände wabblig sind, dass diese eigentlich gar nicht mehr vorhanden sind und das Ganze, was außen rum ist, dieses Schöne, was eigentlich da ist, was er nicht sehen kann, wenn er nur so sieht. Und das ist eben dieses Weibliche, das macht auf. Und durch dieses Aufmachen wird man sich seiner ganzen Bandbreite bewusst. Auch dessen, was offiziell
gesagt wird, was offiziell getan wird und alles, was dahinter steckt, was eigentlich unbekannt bleiben soll. Denn ganz ehrlich, meine Meinung, nicht eure, meine Meinung, wir unterstützen die Ukraine nicht, weil der Russe so böse ist. Und wir unterstützen die Ukraine nicht, weil die armen Leute so leiden. Wir unterstützen die Ukraine, weil Amerika das sagt. Meine Meinung. Aber auch das wird man sehen. Wenn ich mich da irre, wird man auch das sehen, natürlich. Natürlich, ganz klar. Auch jede Fehleinschätzung wird hier gesehen. Oder viele, jede, soweit sind wir noch lange nicht, aber viele Fehleinschätzungen werden gesehen. Und wenn die von den richtigen Menschen gesehen werden, nicht bloß von dir und von mir, obwohl ich da nicht sage, dass du und ich andauernd recht haben, dann wissen die auch bloß Einschätzungen. Aber wenn die an den richtigen Stellen hier anfangen, zu sich zu kommen, was sie ja auch tun, nicht nur wir, sondern alle Menschen, kann das nicht mehr versteckt werden, weil dann der richtige Mensch am richtigen Platz die richtigen Fragen stellt auf einmal. Und dann wird ein Ruf laut. Was passiert hier eigentlich? Und dann kann man es transformieren, dann kann man es wirklich wandeln. Hoppala, jetzt bin ich schon wieder von das Energetische ins Weltliche gerutscht. Denn hier kommt von offizieller Stelle, dass man diese Energien, die bis jetzt unterschwellig da waren, dass man aufwacht, diese ganzen Energien zum Aufwachen, zum Hinsehen, zum Transformieren, zum sich selber finden, waren immer alle unterschwellig. Waren zwar ganz stark im Feld, wie sie auch jetzt sind, aber sie waren nicht die meisten, nicht zwingend, nicht, wie soll ich denn sagen, ja, du hast sie natürlich aufgenommen, da hast du zwar immer eine Wahl, aber da wir uns da ja viel zu wenig auskennen, nehmen wir automatisch alle Energien an. Aber du hast sie verscheucht in dir praktisch. Wenn du nicht hinschauen wolltest, hast du sie einfach weggescheucht und einen kurzen lichten Moment übertüncht mit irgendetwas. Und diese Glücksenergien der Dankbarkeit, die die Bewusstheit fördern, sind so stark, dass du das nicht mehr einfach so übertünchen kannst. Natürlich kannst du dich verweigern, aber du kannst sie nicht mehr so leicht wegdrängen, sage ich jetzt mal. Sie kamen, sie waren schon öfter da. Und du wirst auch schon öfter so helle Momente gehabt haben. Und das gilt ja wirklich auch immer für uns alle, weil diese Energien ja nicht nur politisch sind, die sind ja auch für uns da, für unsere Seelenentwicklung, für unsere menschliche All-Eins-Entwicklung. Denn wir sind ja nicht umsonst Mensch geworden. Wenn ich nur da bin, um wieder Seele zu werden, dann hat mein Menschsein ja keinen Sinn. Das hat ja einen anderen Grund, warum ich jetzt Mensch bin als Seele. Und diese Entwicklung, da kriegen wir ja auch immer und immer und immer wieder Energien. Und das ist auch hier eine Seelenentwicklung, uns bewusst zu werden, wer wir wirklich sind, was wir wirklich sind, warum wir wirklich sind. Das passiert nicht alles auf einmal, aber Schritt für Schritt. Die kommen jetzt auch wieder. Jeder von uns hat ja schon mal lichte Momente, auch energetisch, dass er auf einmal was gewusst hat oder ein Gefühl hatte oder. Und jeden von uns ist das mehr oder weniger passiert. Die wenigsten haben das andauernd. Die meisten bloß ab und zu oder können sich mal irgendwann an irgendetwas erinnern. Das wird jetzt mehr. Diese unbekannten Energien, die immer schon da waren, werden jetzt durch dieses Bewusstsein auch viel mehr. Und dann hörst du deinen Ruf. Dann hörst du, wo du dich hingezogen fühlst, was du eigentlich wirklich machen möchtest. Also das ist ganz, ganz eine richtig schöne Entwicklung auf energetischer Ebene. Und dann ist es vorbei mit dem, dass du es falsch machen kannst, weil du dann auf einmal weißt, was du willst und du weißt, wer du bist und alles in Entwicklung. Ja, nicht von heute auf morgen, aber es wird immer mehr. Du merkst mehr und mehr deine Berufung und kannst mehr und mehr das alte Leben, das hier nicht wiederkehrt, transformieren und kommst hier wirklich in ein sichtbares, neues Leben mit Glück. Und diese Erwartungen hat man dann auch. Und diese positiven Erwartungen, umso mehr du dich hier öffnest, umso mehr du zu dir selber findest,
Umso mehr du transformierst, umso positiver sind die Erwartungen, umso positiver werden sie auch immer mehr werden. Dann sind die Erwartungen nicht gut, weil sie gestützt werden von deiner Seele, von deinem Herzen, von deinem wahren Ich Bin. Also diese Energien sind richtig schön und ich habe, wo habe ich die denn draufgelegt? Auf. Auf mir, genau, auf mir hatte ich es ja gelegt. Und hier heißt, wir haben immer mehr den Mut hinzusehen, aber in uns selbst. Rein energetisch ist das wirklich in uns selbst. Und natürlich regt uns das eine oder andere auf, weil uns offiziell hier Blödsinn erzählt wurde, auch energetisch. Nein, nicht energetisch, aber wir haben es energetisch umgesetzt. Wir uns haben sie ja Blödsinn in Schule und was weiß ich was gelehrt. Und wir haben es auf energetischer Ebene auch umgesetzt, wie im Menschenebene. Auch das wird aufhören. Du wirst hier mehr zu dir kommen, mehr zu dir selber stehen und auch den Mut energetisch zu haben. Und auch den Mut zu haben, auf einmal zu sehen, irgendwie, wie soll ich sagen, nackt dazustehen, vor dir selber und zu sehen, oh Scheiße, was habe ich für Blödsinn gemacht mein ganzes Leben. Das ist auch gut so. Ich habe diesen weiblichen Aspekt auf mir gelegt. Wo habe ich ihm das hier hingelegt? Ach, auf unveränderbar. Ja genau, auf unveränderbar. Ja, das ist genau das Gleiche. Also es wurscht, genau, auf unveränderbar. Weil wir haben ja mehr weiblichen Aspekt, sowas, genau. Also energetisch wird hier etwas angestoßen, um unsere Energien, die wir empfangen, unsere Gefühle, die wir empfangen, wir besser umsetzen zu können, erkennen zu können, verstehen zu können und dadurch mehr in unsere Berufung zu kommen, den Ruf in uns mehr zu hören. Ich bin mir sicher, dass es einige Seelen gibt auf dieser Welt, die schreiend im Körper stehen und sagen, hör halt endlich hin. Auch die werden hier gehört. Und ich weiß nicht, ob deine Seele schreit oder meine, aber wir werden sie jetzt mehr und mehr hören und das ist gut so. Und wenn ich von Seele spreche, dann sage ich, dann meine ich damit das wahre Selbst. Das, was du wirklich bist, ohne diese Beschreibungen, ohne diesen ganzen Blödsinn, den wir uns unser ganzes Leben lang erzählt haben, sondern das reine Ich, das reine Alleins, ich kann es nicht anders benennen, das wirst du mehr und mehr kennenlernen. Gut, eine richtig schöne und neugierig machende Energie, auch auf weltlicher Ebene, gefällt mir gut. Mal gucken, was da so kommt. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten. Und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg
auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.